Herzlich willkommen zu unserem heutigen Kurs, zu unserer heutigen Stunde. Wie ihr vielleicht in der Einladung schon gesehen habt, geht es heute um ein sehr wichtiges und ein sehr ernstes Thema. Wir werden heute nämlich gemeinsam alle Bücher, die auf TikTok viral gegangen sind, die ich gelesen habe, ranken. Ich war auf Goodreads und habe alle Bücher gesucht, die ich von TikTok kenne und habe dann auf TikTok gesucht, wie viele Hashtags zu diesem Buch gesucht wurden oder gehashtaggt wurden. Und ich werde mit euch jetzt der Reihe nach, ich fange beim am wenigsten gesuchtesten Buch an und dann werden wir das meistgesuchte Buch ranken, das ich gelesen habe. Schreibt mir mal gerne, was ihr denkt, welches Buch die meisten Hashtags auf TikTok erzielt hat. Ich stelle euch kurz mein Ranking-System vor. Auf Platz 1 sind 6 von 5 Sternen. Das sind Bücher, die ich über alles geliebt habe, bei denen ich keine Kritik akzeptieren kann und die ich wirklich abgöttisch liebe. Dann auf dem 2. Platz habe ich I Have Found My People. Denn wenn ich zum Beispiel auf TikTok oder auf Instagram einen Post mit diesem Buch sehe, dann weiß ich schon, oh, diese Person hat guten Geschmack und wir haben wahrscheinlich auch ein paar Gemeinsamkeiten. Und das sind einfach wie Freunde für mich. Die 3. und die mittlere Kategorie ist, würde es weiterempfehlen. Das heißt, wenn mich jemand um eine Buchempfehlung fragt und ich vielleicht nicht genau weiß, was ihr Geschmack ist, was sie gerne mögen, dann würde ich ihnen dieses Buch empfehlen, weil es für mich ganz gut war. Es war okay, es war nicht irgendwie überragend, nicht mein Lieblingsbuch, aber es war auf jeden Fall ein Buch, das man lesen kann, das die eigene Zeit wert ist. Dann die vorletzte Kategorie ist meh. Meh. Und dann zum Schluss haben wir, ich will meine Zeit und mein Geld zurück. Ich glaube, diese Kategorie erklärt sich von selbst. Das erste Buch ist To Hate Adam Connor von Ella Macy. Das ist ein Rom-Com-Buch und das ist ein Buch aus einer zweiteiligen Serie und das ist der 2. Teil. Und ich muss kurz dazu sagen, ich habe dieses Buch vor 2 Jahren ungefähr gelesen und das waren auch so die ersten Rom-Com-Bücher, die ich gelesen habe. Ich bin so in diese TikTok-Buchwelt eingetaucht und dann habe ich diese Bücher gesehen. Und ich muss sagen, das hat meine Welt komplett verändert. Ich kannte diese Bücher, diese Rom-Com-Bücher vorher nicht. Und deswegen kann ich mich auch erinnern, dass sie mir damals wirklich gut gefallen haben. Aber jetzt würde ich eher sagen, es war meh. Das Buch ist mit 3,6 Millionen Aufrufen das Buch, das am wenigsten Hashtags suchen hat von allen Büchern, die ich gelesen habe. Als nächstes in der Liste ist von Emily Henry Book Lovers mit 6,5 Millionen Suchen. Und ich muss sagen, ich glaube, diese Zahl stimmt nicht 100%, aber ich habe bei diesem Hashtag auch den Namen von Emily Henry mitgesucht, denn ich glaube, Book Lovers ist ein so universeller Hashtag, dass nicht alle Hashtags dazu bezogen auf Emily Henrys Buch sind, aber egal. Emily Henry, wow, ich liebe Emily Henry. Ich habe, glaube ich, 3 Bücher von ihr gelesen und ich muss sagen, Book Lovers war auf jeden Fall eines meiner liebsten Bücher von ihr. Ich mochte die 2 Hauptcharaktere sehr gerne, dieses Kleinstadt-Setting und auch die Liebesgeschichte und wie sie sich entfalten hat. Es war ein bisschen Enemies to Lovers, aber eher vielleicht Academic Rivals to Lovers. Und ja, ich mag die Liebesgeschichten von Emily Henry auch so gerne, weil ihre Charaktere nicht so oberflächlich sind und auch die Charaktere wirklich komplexer sind und eine sehr realistische Liebe zeigen, finde ich. Also ja, ich würde sagen, Book Lovers war für mich I Have Found My People. Wenn jemand Book Lovers gelesen hat, dann lass uns Freunde sein. Als nächstes habe ich hier von Krista und Becca Ritchie Addicted to You. Das ist, glaube ich, eine sehr bekannte Serie. Diese hat 7,6 Millionen Hashtags und ich habe nur das erste Buch aus dieser Serie gelesen und ich muss sagen, es war jetzt nicht eines meiner Lieblingsbücher. Es war okay, aber irgendwie kann ich mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern, worum es geht. Ich glaube, es gab auch dieses große Überthema von Sucht, also deswegen auch Addicted to You und wow, das ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, ich würde es mit To Love Adam Connor zu meh
geben. Es war nicht super schlecht, es war nicht super gut, deswegen habe ich die Serie auch nicht weitergelesen. Aber ich denke, wenn ihr diese Rom-Com-Bücher gerne mögt, die sehr einfach zu lesen sind, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Buch. Und die Geschichte war auch ein bisschen tiefgründiger, weil sie auch über diese Sucht reden, wie man sich von Süchten lösen kann. Und ja, es war okay, nichts Besonderes und ich würde die Bücher auch nicht weiterlesen. Als nächstes mit 10,6 Millionen Hashtags haben wir Hopeless von Colleen Hoover. Und wie ihr vielleicht selbst wisst, wenn ihr vor ein, zwei Jahren auch auf BookTok, BookTube unterwegs wart, alle haben über Colleen Hoover gesprochen, über alle ihre Bücher und ich habe sehr viele von ihren Büchern gelesen, wie ihr auch in diesem Video sehen werdet. Und ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht mehr genau, um was es in dem Buch Hopeless ging. Also ich glaube mal, das ist kein gutes Zeichen, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich alle Bücher von Colleen Hoover sehr gut zu lesen fand. Sie waren sehr interessant geschrieben, sehr schnell zu lesen, sehr einfach zu lesen. Also ja, ich weiß auch, dass Colleen Hoover jetzt eine sehr heiß diskutierte Autorin ist. Ich denke, ich würde Hopeless auch ein Meh geben. Ich glaube, Meh ist eine gute Kategorie für ein Buch, bei dem ich mich gar nicht mehr an die Geschichte erinnern kann. Oh mein Gott, okay. Als nächstes mit 15,2 Millionen Hashtags haben wir Birthday Girl von Penelope Douglas. Und ich glaube, ich wurde noch nie von einem Buch so sehr traumatisiert. Ich würde es niemandem weiterempfehlen. Es ist ein extrem spicy Buch. Unsere Hauptcharakterin, ich weiß ihren Namen nicht mehr, hat einen Freund und es ist irgendwie eine sehr toxische Beziehung und dann machen die beiden Schluss und sie ist irgendwie im Kino und lernt einen älteren Mann kennen und dann stellt sich heraus, dass dieser ältere Mann der Vater von dem Sohn ist und dann haben diese zwei einfach eine Beziehung. Das heißt, sie ist dann mit dem Vater von ihrem Freund zusammen und ich glaube, sie war vielleicht 17, 18 Jahre alt oder so und das ist einfach komplett crazy für mich. Ich weiß nicht, warum so viele Leute so gut über dieses Buch sprechen, also ich konnte das wirklich überhaupt nicht verstehen. Es ist auch ein Spiegel-Bestseller, aber ich will wirklich meine Zeit und mein Geld zurück. Okay, als nächstes mit 19,2 Millionen Hashtags haben wir von Taylor Jenkins Reid Maybe in Another Life. Und ich muss sagen, ich liebe alle Taylor Jenkins Reid Bücher. Ich habe ein paar Favoriten und ein paar, die mir vielleicht nicht so gut gefallen haben wie die anderen, aber im Großen und Ganzen finde ich Taylor Jenkins Reid wirklich super. Ich liebe wirklich ihre Bücher. Ich glaube, Maybe in Another Life war eines der ersten Bücher, was ich von ihr gelesen habe. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch das einzige, bei dem ich mich nicht genau daran erinnern kann, um was es ging. Und deswegen würde ich sagen, ich würde es weiterempfehlen, aber es ist definitiv nicht mein Lieblingsbuch von Taylor Jenkins Reid. Das nächste Buch auf der Liste ist von Gabriella Savine mit 19,6 Millionen Hashtags Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ich habe über dieses Buch auch schon in einem von meinen anderen Videos gesprochen. Ich kann es mal hier oben verlinken. Da habe ich auch gesagt, dass mich dieses Buch so krass überrascht hat, einfach weil ich gar nicht dachte, dass mir das Buch gefallen wird, denn in dem Buch verfolgen wir zwei Freunde, die sich kennenlernen, als sie noch sehr jung sind und dann ja, in der Highschool, in der Universität leben sie sich ein bisschen auseinander, haben nur noch sehr wenig Kontakt. Aber als sie sich dann wieder treffen, merken sie, dass sie beide noch immer sehr an diesen Videospielen interessiert sind. Und dann programmieren sie gemeinsam ein Videospiel und wir verfolgen einfach die Höhen und Tiefen von ihrer Beziehung. Wir verfolgen auch ihr ganzes Leben eigentlich. Also es ist ein sehr gutes Buch. Die Charaktere sind sehr komplex und sehr real. Also es sind nicht die perfekten Charaktere, die alles gut machen, sondern die Charaktere haben wirklich auch ihre Fehler, ihre Schattenseiten. Und ich fand es so interessant, darüber zu lesen und das auch in diesem Videospiel-Kontext irgendwie zu verpacken. Also ich bin gar kein Videospiel-Fan und wenn ihr das auch nicht seid und euch das vielleicht davon abgehalten hat, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow zu lesen, dann kann ich das Buch wirklich nur weiterempfehlen und lasst euch von diesem Videospiel-Thema nicht abschrecken. Ich persönlich fand es super interessant und es war nicht der Hauptteil des Buches. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow würde ich auf jeden Fall mit 6 von 5 Sternen bewerten, einfach weil mich das so überrascht hat auf eine sehr positive Weise. Okay, als nächstes haben wir hier eine Fantasy-Buchserie und ich, wenn ihr andere Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich Fantasy-Bücher wirklich liebe. Ich mag auch diese
Fantasy-Romance-Bücher sehr gerne. Mich stört es auch nicht, wenn ein paar Spicy-Szenen dabei sind. Das ist alles okay für mich. Aber ich möchte trotzdem, dass die Geschichte Hand und Fuß hat und dass es zumindest Sinn ergibt, wisst ihr? Ich habe auf TikTok von dieser Serie The Bonds That Tie von Jay Bree gehört und ich habe so viele positive Dinge gehört und Leute haben gesagt, wenn man Akutagawa mag, wenn man Sarah J. Maas Bücher mag, dann wird man diese Serie auch lieben und ich habe den Leuten geglaubt, habe diese Bücher gelesen und es war verstörend. Es war wirklich verstörend. Also ich will meine Zeit und mein Geld zurück. Und ich muss sagen, ich habe leider auch sehr schlechte Erfahrungen mit den Kindle Unlimited Büchern. Also wenn ihr der Kindle Unlimited Abo-Ding beitretet, dann könnt ihr manche Bücher gratis lesen. Und ich weiß nicht, warum. Also es gibt Klassiker, die man gratis bei Kindle Unlimited lesen kann, was sehr cool ist. Aber diese ganzen Romance-Bücher, die ich über Kindle Unlimited gelesen habe, waren einfach nur schrecklich. Schreib mir mal gerne, ob du auch Erfahrungen mit Kindle Unlimited hast, denn ich weiß nicht, ob das nur meine Erfahrung war, dass alles irgendwie so schlecht war. Als nächstes noch ein Buch von Emily Henry, nämlich ihr neuestes Buch Happy Place. Bei Happy Place verfolgen wir ein Ehepaar, das sich eigentlich getrennt hat, aber sie sind in der gleichen Freundesgruppe und diese Freundesgruppe macht seit der Universität jeden Sommer Urlaub in diesem Ferienhaus von einer von den Freundinnen. Das Ehepaar hat den Freunden noch nicht erzählt, dass sie sich scheiden lassen, dass sie sich getrennt haben und dann wollte unsere Hauptcharakterin, ich weiß leider den Namen nicht mehr, zum Urlaub fahren, diesen Urlaub genießen, mal ihren Kopf frei bekommen und sie hat eigentlich mit ihrem Partner ausgeredet, dass er nicht kommen wird und dann war er doch da und dann verfolgen wir einfach die Geschichte über den Sommer, wie sich ja die Freundschaften entwickeln und ich fand das Buch auch wirklich sehr gut und wie gesagt, wenn ich Emily Henry sehe, dann ist das immer I have found my people. Noch ein Taylor Jenkins Reid Buch mit 22,5 Millionen Hashtags ist Carrie Soto is back. In Carrie Soto is back verfolgen wir eine Tennisspielerin und ihre Karriere und ich war gar nicht interessiert an diesem Buch, denn ich bin kein Tennisfan, ich habe nie selbst Tennis gespielt, ich kenne keine Tennisspieler und weiß gar nichts von dem Sport und deswegen dachte ich auch, okay, dieses Buch ist nichts für mich, das ist ein Taylor Jenkins Reid Buch, das ich nicht lesen werde und dann habe ich es mir aber am Kindle gedownloadet und wir sind irgendwie an einem Hafen festgesessen, weil unser Boot Verspätung hatte und dann war Carrie Soto is Back das einzige Buch, das ich noch auf meinem Kindle hatte, das ich nicht gelesen hatte und dann dachte ich mir, okay, dann lese ich es halt, wir müssen keine Ahnung wie viele Stunden warten, bis unser Boot weiterfahren kann und dieses Buch hat mich wirklich so vom Hocker gehauen, denn im Buch verfolgen wir diese sehr ehrgeizige Tennisspielerin Carrie Soto und wir erfahren super viel von ihrer Vergangenheit, wie es dazu gekommen ist, dass sie so ein Tennisprofi ist und woher ihre Leidenschaft fürs Tennis kommt und es war einfach eine so emotionale Geschichte, was ich mir irgendwie gar nicht erwartet hätte und wir sehen ihre Vergangenheit, wir sehen die Gegenwart und wir verfolgen ihr Leben bis in die Zukunft und es war einfach eine so wunderschöne Geschichte, die mich auch wirklich zum Weinen gebracht hat und ich finde es immer so cool, wenn mich die Bücher so krass überraschen, denn wie gesagt, ich dachte eigentlich, ach, Carrie Soto is Back ist kein Buch für mich, einfach weil ich nicht an Dennis interessiert bin und es war gleich wie bei Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, dass es mich einfach so krass überrascht hat und deswegen ist es für mich ein 6 von 5 Sterne Buch. Als nächstes mit 23,7 Millionen Hashtags haben wir das Buch To Hate Jason Thorne und das ist der erste Teil von dem ersten Buch, was wir heute besprochen haben, To Love Adam Connor und ich kann mich erinnern, dass ich To Hate Jason Thorne ein bisschen besser gefunden habe als To Hate Adam Connor, also ich weiß nicht, ist es ein Buch oder ein ich würde es weiterempfehlen. Ich glaube, wenn man eine sehr einfach zu lesende Liebesgeschichte lesen möchte, die nicht zu schwer zu lesen ist und auch der emotional nicht sehr anspruchsvoll ist, dann würde ich sagen, würde ich es weiterempfehlen. Aber ich glaube, auch wenn ich es heute wieder lesen würde, wäre es für mich eher ein Meh-Buch, denn es gibt so viele bessere Liebesgeschichten. Okay, das nächste Buch hat 24,2 Millionen Hashtags und ist von Toshikazu Kawaguchi.
tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber es ist das Buch Before the Coffee Gets Cold. Und ich denke, auch sehr viele Leute von euch haben schon über dieses Buch gehört. Und für dieses Buch hatte ich wirklich hohe Erwartungen, denn ich habe so viele positive Dinge darüber gehört. Und das ist ein bisschen Magical Realism. Wenn man in dieses Café geht, kann man einen Kaffee bestellen, der einem zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit zurückbringt. Und man kann in der Vergangenheit aber nichts verändern. Man kann diese Momente noch einmal leben und ich finde das Konzept sehr interessant und in dem Buch gab es, glaube ich, 3 verschiedene Kurzgeschichten, alle mit dem gleichen Thema, dass eine Person aus einem bestimmten Grund zurück in die Vergangenheit reist und ich glaube, ich bin einfach kein so Kurzgeschichtenmensch. Also ich mag es lieber, wenn eine Geschichte wirklich ausgefeilt ist und wir viele Details erfahren. Und das ist bei diesen Kurzgeschichten einfach oft nicht gegeben. Und deswegen, ich glaube, wenn ihr Kurzgeschichten mögt und auch dieses Magical Realism Thema gerne mögt, dann würde ich euch Before the Coffee Gets Cold auf jeden Fall empfehlen. Aber für mich war es einfach nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Okay, als nächstes mit genau 33 Millionen Hashtags haben wir ein Sci-Fi-Buch und das ist Red Rising von Pierce Brown. Ich glaube, das ist vielleicht eines der beliebtesten Sci-Fi-Bücher gerade. Also wenn ihr euch mit Fantasy oder Sci-Fi auseinandersetzt und Videos darüber seht, dann habt ihr bestimmt schon von diesem Buch gehört. Es wird mit den Tributen von Panem verglichen und es spielt im Weltall eigentlich. Also wir sind auf dem Planeten Mars und es gibt dort diese verschiedenen Menschenkategorien, die sehr hohen Menschen, die alles regieren, alle Regeln machen. Das sind die goldenen Leute und die untersten sind die roten Leute. Und wie man aus dem Titel vielleicht schon erkennen kann, Red Rising, ja, verfolgen wir einen Jungen aus der roten Kategorie und er versucht sich einfach irgendwie hochzuarbeiten und dieses System zu ändern, das System umzuwerfen. Und oh, ich muss sagen, das Buch war sehr kompliziert. Das war das erste Sci-Fi-Buch für Erwachsene, das ich gelesen habe. Und ich glaube, egal, ob ihr es auf Deutsch oder auf Englisch lest, die Sci-Fi-Bücher können manchmal einfach kompliziert sein, weil es Tiere, Wesen, Dinge gibt, die es in der realen Welt nicht gibt. Und je nachdem, wie die Dinge beschrieben sind, kann man es sich manchmal besser und manchmal vielleicht schlechter vorstellen. Und ja, ich muss sagen, Red Rising war für mich ein bisschen underwhelming. Also ich habe so viel Positives darüber gehört, dass meine Erwartungen wirklich sehr hoch waren. Aber ich denke auch, ich würde es weiterempfehlen, wenn ihr ein Sci-Fi-Buch sucht, das euch unterhält. Das Buch endet mit einem krassen Cliffhanger und ich freue mich schon, wenn ich den zweiten Teil lesen kann. Also ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es wirklich super krass geliebt habe oder keine Ahnung. Es war okay und ich werde die Serie auch weiterlesen, aber irgendwie hat das gewisse etwas gefehlt, dass ich es in eine der 2 besseren Kategorien einteilen würde. Das nächste Buch mit 39 Millionen Hashtags ist wieder der 2. Teil einer Serie und das ist von Elena Armas, The American Roommate Experience. Und das ist der 2. Teil von The Spanish Love Deception und in diesem Teil verfolgen wir die Freundin der Hauptcharakterin aus dem 1. Teil und wir kommen später noch zu The Spanish Love Deception, aber ich fand The American Roommate Experience auch wirklich sehr unterhaltsam, sehr einfach zu lesen und ich denke, wenn ich jemanden über dieses Buch sprechen höre, dann würde ich sagen, I found my people, einfach weil es eine so schöne Geschichte ist und wie der Titel vielleicht schon sehr gut verrät, gibt es hier ein Mitbewohner-Experiment und wir verfolgen einfach diese 2 Personen, die gemeinsam wohnen müssen, obwohl sie das eigentlich gar nicht geplant hatten und ich finde, das Buch war wirklich gut geschrieben und einfach sehr, sehr unterhaltsam. Als nächstes ein Non-Fiction-Buch von Dolly Alderton mit 40,1 Millionen Hashtags und das ist Everything I Know About Love. Und dieses Buch habe ich gelesen, bevor ich auf BookTok unterwegs war. Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Buch empfohlen bekommen habe. Ich glaube, es war auf Instagram und ich habe dieses Buch wirklich geliebt. Also wenn ihr in euren 20ern seid, dann glaube ich, ist das wirklich ein Buch für euch und jeder kann davon profitieren, egal in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Also für mich ist das ein 6 von 5 Sterne Buch und
Ja, ich glaube, ich werde das auch sehr bald nochmal lesen, einfach weil man so viel daraus mitnehmen kann und man merkt einfach, dass wir alle eigentlich das Gleiche fühlen, die gleichen Probleme haben und das kann manchmal auch sehr comforting sein, denn oft fühlt man sich mit seinen Gefühlen alleine, aber die Wahrheit ist, dass wir meistens alle sehr ähnliche Dinge erleben und fühlen. Und deswegen fand ich das Buch einfach so gut, denn in den 20ern braucht man meiner Erfahrung nach einfach oft diesen Halt oder diese Erinnerung, dass wir alle das Gleiche durchleben und dass wir alle Fehler machen, dass wir alle Probleme haben und deswegen fand ich das Buch einfach so gut. Oh mein Gott, als nächstes ein Buch, das ich mit euch gemeinsam in diesem Video gelesen habe, in dem Video, wo ich die viralen TikTok-Bücher gelesen habe und es ist Say You Swear von Megan Brandy mit 50,6 Millionen Hashtags. Wenn ihr mehr über meine Lese-Journey mit diesem Buch sehen möchtet, dann schaut euch gerne das Video hier an, aber dieses Buch gehört für mich auf jeden Fall in die Kategorie Ich will meine Zeit und mein Geld zurück, denn es gab so viele verschiedene Geschichten in diesem Buch. Also es gibt eine Hauptgeschichte, aber in jedem Kapitel passiert etwas sehr Krasses, Neues und das war für mich einfach sehr surreal. Ich konnte gar keine Beziehung zu den Charakteren aufbauen und ich würde es euch auf keinen Fall weiterempfehlen. Als nächstes noch ein Buch von Taylor Jenkins Reid mit 66,2 Millionen Hashtags haben wir hier Malibu Rising. In diesem Buch verfolgen wir so die Elite von Malibu, die jedes Jahr eine Party schmeißt und es ist natürlich eine sehr reiche Familie. Von ihnen der Vater ist ein sehr berühmter Musiker, aber ignoriert mehr oder weniger seine Familie. Also sie haben gar keinen Kontakt und er hat sie lange Zeit auch nicht unterstützt. Und wir erfahren eigentlich alles über diese Familie in einer Nacht, in der Nacht von der Party. Und es gibt auch Rückblicke in die Vergangenheit, was ich sehr cool finde. Ich finde es immer cool, wenn man diese dualen Zeitperspektiven hat aus der Gegenwart und der Vergangenheit. Und ich muss sagen, es war auch nicht mein liebstes Taylor Jenkins Reid Buch. Ich würde es weiterempfehlen, einfach weil es eine sehr universelle Geschichte ist. Und ich glaube, Taylor Jenkins Reid ist auch einfach eine Autorin, die fast jeder gerne mag, würde ich behaupten. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber es war auch mit Maybe in Another Life für mich nicht mein liebstes Taylor Jenkins Reid Buch. Als nächstes mit 67,3 Millionen Hashtags haben wir von Sarah J. Maas die Crescent City Buchreihe und genauer House of Earth and Blood. Aber ich fasse beide Bücher, die es bis jetzt in dieser Buchreihe gibt, zusammen. Und ich muss sagen, am Anfang war ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. Es ist eine Fantasy-Romance-Geschichte. Es ist von Sarah J. Maas und sie schreibt eigentlich ausschließlich Fantasy-Romance, glaube ich. Und in diesem Buch verfolgen wir Bryce und Bryces beste Freundin wird umgebracht von irgendeinem Dämon, einer Kreatur. Und dann erhält sie Unterstützung von Hunt und sie beide versuchen gemeinsam, dieses Rätsel zu lösen. Und ich muss sagen, am Anfang war ich mir unsicher, was ich von dieser Buchserie halten soll, einfach weil es in der Gegenwart spielt und es gab so Smartphones und all diese technischen Dinge, die es heute auch gibt und irgendwie finde ich es cooler, wenn die Fantasy-Geschichten in der Vergangenheit spielen, wo es all diese Dinge nicht gegeben hat. Aber als ich dann mehr von dem Buch gelesen habe und mehr in die Geschichte eingetaucht bin, hat sie mich wiedergepackt wie alle anderen Sarah J. Maas Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe. Und deswegen, wenn ich sehe, dass jemand Sarah J. Maas liest oder die Sarah J. Maas Bücher gerne mag, dann habe ich auf jeden Fall meine Leute gefunden. Als nächstes nochmal ein Buch von Taylor Jenkins Reid mit 81 Millionen Hashtags. Und das ist One True Loves. In One True Loves geht es um die Geschichte einer Frau, die ihren Mann bei einem Flugzeugabsturz verloren hat. Also das Flugzeug ist abgestürzt und ihr Mann wurde nie gefunden. Sie haben dann wirklich, ich glaube, ein oder zwei Jahre versucht, ihn zu finden und dann haben aber alle Experten und ihre Familie zu ihr gesagt, okay, ich glaube, wir müssen irgendwann auch unser Leben weiterleben und die Vergangenheit versuchen zu verarbeiten und dann lernt sie auch einen neuen bzw. einen Mann kennen, den sie schon aus ihrer Kindheit kannte und sie kommen dann zusammen und führen ein super glückliches Leben. Aber ein paar Jahre später taucht dann ihr Ex-Ehemann
wieder auf und möchte sie zurück. Und dann verfolgen wir die Geschichte, wie sie darauf reagiert, dass ihr verschollener Mann zurückgekommen ist und wie das ihre jetzige Beziehung auch beeinflusst. Und sie muss sich dann einfach entscheiden, okay, möchte sie in ihrer gegenwärtigen Beziehung bleiben oder geht sie zurück zu ihrem Ehemann, der eigentlich tot sein sollte oder bei dem sie dachte, dass er tot ist. Und es war eine so psychisch interessante Geschichte, einfach weil es ein so krasses Szenario ist und Taylor Jenkins Reid hat uns wirklich, oder mich zumindest, in diese Geschichte reingezogen. Ich konnte so krass mit den Charakteren mitfühlen und auch die Entscheidungen wirklich gut verstehen und deswegen ist es für mich ein 6 von 5 Sternen Buch. Also wenn ihr One True Loves von Taylor Jenkins Reid nicht gelesen habt, dann würde ich es euch wirklich ans Herz legen. Als nächstes mit 85,5 Millionen Hashtags haben wir People We Meet on Vacation, auch von Emily Henry. Und People We Meet on Vacation war, glaube ich, das erste Buch, was ich von Emily Henry gelesen habe. Und wie gesagt, Emily Henry ist für mich immer ein Hit. Also ich habe bis jetzt kein Buch von ihr gelesen, das mir gar nicht gefallen hat. Und deswegen kommt auch People We Meet on Vacation für mich in die Kategorie von I Have Found My People. Als nächstes mit 147,7 Millionen Hashtags haben wir von Christina Lauren Love and Other Words. Ich habe dieses Buch auch sehr früh in meiner neu entflammten Leseliebe gelesen und ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, um was es geht. Ich weiß, dass sehr viele Leute dieses Buch lieben, aber ich kann mich erinnern, dass ich es nicht so überzeugend fand. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich glaube einfach, der Schreibstil von Christina Lauren hat mich nicht so überzeugt und ich konnte mich auch nicht so krass in die Charaktere reinversetzen und deswegen ist das für mich ein Buch, das ich weiterempfehlen würde, aber auch ein Buch, was wirklich nicht so, ja, was mich nicht so überzeugt hat. Oh, als nächstes ein Buch von einer Autorin, die entweder geliebt oder gehasst wird und das ist Sally Rooney mit 158,6 Millionen Hashtags haben wir ihr Buch Conversations with Friends, also Gespräche mit Freunden und ich habe Sally Rooney gelesen, bevor ich auch so auf BookTok und BookTube unterwegs war. Ich kann mich auch tatsächlich nicht erinnern, wie ich dieses Buch entdeckt habe, denn es ist wirklich schon Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich mag Sally Rooney sehr gerne. Ich habe, glaube ich, alle ihre 3 Hauptbücher gelesen. Ich weiß nicht, ob sie noch andere Bücher hat, aber Gespräche mit Freunden war mein liebstes Buch von ihr, glaube ich. Und deswegen würde ich dieses Buch einordnen bei I Have Found My People. Als nächstes mit 166,7 Millionen Hashtags haben wir das Buch Where the Crawdads Sing von Delia Owens. Und ich habe dieses Buch eigentlich nur gelesen, weil ich den Film sehen wollte und ich wollte aber zuerst das Buch lesen und dieses Buch hat mich auch sehr überrascht, denn ich glaube, wenn es nicht einen Film gegeben hätte, hätte ich das Buch nicht gelesen, weil es eine Mordgeschichte ist und das sind eigentlich Bücher, von denen ich mich fernhalte. Aber es war gar nicht gruselig, es war sehr unterhaltsam, sehr gut geschrieben und ich mochte auch die Hauptcharakterin wirklich sehr gerne. Ich fand den Film okay, also vor allem im Vergleich zu dem Buch war es jetzt nicht so gut meiner Meinung nach, obwohl viele Leute den Film wirklich geliebt haben, die auch das Buch gelesen haben, aber für meine Freundin und mich war es eher so ein Meh-Film, aber das Buch war wirklich sehr gut. Ich würde Where the Crawdads Sing mit I Have Found My People bewerten, denn es war wirklich eine super gute Geschichte und ich kann mich auch erinnern, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mit meiner Freundin sehr oft darüber gesprochen und ja, es war wirklich super gut. Als nächstes von Emily Henry mit 178,4 Millionen Hashtags Beach Read. Ihr, glaube ich, beliebtestes Buch und das auch das letzte Buch, was ich von ihr gelesen habe, auch gemeinsam mit euch in diesem Video hier. Und wie ihr in dem Video auch gehört habt, ich habe das Buch wirklich geliebt. Die Hauptcharaktere waren so gut. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte Schmetterlinge im Bauch und es war für mich ein 6 von 5 Sternen Buch. Also wirklich, wirklich gut. Als nächstes haben wir, ich weiß nicht, wer der Autor bzw. die Autorin ist, einen Moment, von Lauren Asher, The Fine Print, diese Dreamland Billionaires Bücherreihe. Ich habe nur das erste Buch gelesen und vielleicht zeigt das auch schon, was ich darüber denke.
Ich muss sagen, ich fand das Buch unterhaltsam. Es war nicht schrecklich, aber es war auch wie die meisten von diesen Liebesgeschichten auf TikTok sehr vorhersehbar und ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, das Buch ist eher... Ja, ich glaube, ich würde das Buch weiterempfehlen, einfach weil es einfach zu lesen ist. Und jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ich würde Love and Other Words mit Meh bewerten und The Fine Print mit Ich würde es weiterempfehlen, denn The Fine Print hat mir auf jeden Fall besser gefallen als Love and Other Words. Und ja, bei The Fine Print geht es um eine Beziehung zwischen einer Mitarbeiterin und dem Chef. Und wie man auch in dem Titel Dreamland Billionaires schon hören kann, ist der Chef ein Billionär. Und ja, wir verfolgen einfach ihre Geschichte und auch diese Dynamik zwischen Mitarbeiter und Chef, was auch sehr interessant sein kann. Aber ja, es hat mich nicht umgehauen, aber wenn ihr nach einer neuen, einfach zu lesenden Liebesgeschichte sucht, dann glaube ich, dass diese Fine Print Serie doch weiter zu empfehlen ist. Okay, das nächste Buch ist wieder ein Colleen Hoover Buch mit 274 Millionen Hashtags. Und wie schon früher gesagt, ich war vor 2 Jahren wirklich ein Colleen Hoover Fan. Also ich habe ihre Bücher sehr gerne gelesen, fand ihre Bücher immer super unterhaltsam, einfach zu lesen. Die Geschichten haben mir immer gut gefallen. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt lesen würde, wäre es für mich eher... Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten würde, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich fand die Geschichte gut, aber es war jetzt auch nichts, was mich vom Hocker gerissen hat. Aber ich würde sagen, es war ein Meh. Buch. Also man kann es lesen, aber wenn ihr es nicht lest, dann ist es auch gut. Okay, als nächstes mit 303,1 Millionen Hashtags haben wir The Spanish Love Deception von Elena Armas. Und als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich es absolut geliebt. Ich habe den männlichen Hauptcharakter geliebt. Ich habe diese Liebesgeschichte von den zwei Charakteren geliebt und deswegen muss ich einfach sagen, es ist ein I Have Found My People Buch. Ja, ich glaube, es war eines meiner liebsten von diesen Romance-Geschichten, einfach weil es so unterhaltsam geschrieben war. Ich hatte, wie auch bei Beatread, diese Schmetterlinge im Bauch und deswegen habe ich auch den zweiten Teil gelesen. Aber ich muss sagen, der zweite Teil war nicht ganz so stark wie der erste, aber das ist oft bei Büchern so, habe ich das Gefühl. Und ja, Spanish Love Deception, wenn ihr es nicht gelesen habt, wenn ihr nichts gegen diese Spicy-Szenen habt, dann würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Als nächstes noch ein Buch von Colleen Hoover mit 318,9 Millionen Hashtags haben wir All Your Perfects. Und All Your Perfects ist ein Teil von einer Buchserie, das man aber auch als alleinstehendes Buch lesen kann, wo ich aber sagen muss, dass es wirklich Sinn macht, dass man die Backstory kennt, denn ein großer Teil der Geschichte hängt mit den anderen Büchern zusammen, aber wenn man es nicht weiß, dann macht es auch für diese Geschichte in All Your Perfects keinen Unterschied. Aber ja, ich finde All Your Perfects war ein wirklich gutes Buch von ihr und das ist auf jeden Fall ein Buch, das ich weiterempfehlen würde. Und wenn man Lust hat, eine Buchserie zu lesen, dann würde ich auch die anderen vor diesem Buch empfehlen, obwohl ich nicht mehr genau weiß, welche das waren, also wie die genau heißen, tut mir leid. Aber ja, All Your Perfects war auf jeden Fall ein Colleen Hoover Buch, das mir wirklich gut gefallen hat. Oh wow, okay, als nächstes mit 323,7 Millionen Hashtags haben wir von Hanya Yanagihara A Little Life, ein wenig Leben. Ich glaube, die meisten Leute haben von diesem Buch gehört und dass dieses Buch eine einzige Triggerwarnung ist. Also es gibt so viele Triggerwarnungen in diesem Buch und das ist ein Buch, was ich nicht weiterempfehlen würde, aber was für mich persönlich ein 5-Sterne-Buch war. Es ist so gut geschrieben, die Geschichte ist so gut überlegt und es gibt so viele Teile in dem Buch. In dem Buch verfolgen wir 5 Freunde, die in New York gemeinsam wohnen und wir verfolgen einfach ihr Leben von der Universität weg bis, keine Ahnung, bis sie älter sind. Es ist wirklich ein harter Brocken. Es ist nicht einfach zu lesen. Und wie gesagt, ich würde es, glaube ich, nicht weiterempfehlen, einfach weil es so krasse Gefühle in einem auslöst. Aber es hat mir auch gleichzeitig so gut gefallen. Also es ist für mich auf jeden Fall ein I Have Found My People Buch. Aber
ein Buch, was ich nicht einfach jedem weiterempfehlen würde. Als nächstes ein Buch, über das auch sehr viele Leute sprechen. Es hat 357,1 Millionen Hashtags. Es ist von L. Kennedy, The Deal. Und das ist das erste Buch in der Off-Campus-Buchreihe. Und ich habe nur dieses Buch gelesen. Es ist ein sehr spicy Buch. Ich glaube, es geht um einen Sportler und um ein Mädchen in der Universität. Und ich denke, sie hat ihm Nachhilfe gegeben. Und dann verfolgen wir einfach ihre gemeinsame Geschichte. Und es ist wieder auch, wie viele von diesen viralen Liebesgeschichten auf TikTok, ein sehr spicy Buch. Es ist nicht super tiefgründig, die Charaktere sind nicht sehr komplex, also es war für mich kein super gutes Buch, es war unterhaltsam zu lesen, aber ich weiß nicht, ob ich es weiterempfehlen würde, deswegen würde ich sagen, es ist eher meh. Als nächstes wieder eine Fantasy-Buchreihe mit 371,3 Millionen Hashtags haben wir die Buchserie From Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Und in dieser Buchreihe gibt es, ich glaube, 5 Bücher oder so. Und ich habe die ersten 4 gelesen. Ich muss sagen, das erste Buch, From Blood and Ash, war okay. Das zweite Buch hat mir sehr gut gefallen und dann ging es irgendwie nur noch weiter bergab. Also ich hatte auch wirklich hohe Erwartungen an dieses Buch und ich muss einfach sagen, es war dann letzten Endes eher nicht so gut. Deswegen würde ich es auch mit meh bewerten. Es war nicht super schlecht, also ich bereue es nicht gelesen zu haben, aber es war auch nicht so gut. Oh, okay, als nächstes mit 421,5 Millionen Hashtags haben wir Fourth Wing, das ich auch gemeinsam mit euch hier in diesem Video gelesen habe. Und was soll ich sagen, ich bin ein Sucker für diese Fantasy-Romance-Bücher, aber sie müssen richtig gemacht werden und gut geschrieben sein, nicht wie From Blood and Ash oder diese The Bonds the Tie-Serie, denn diese haben mir gar nicht gefallen, aber Fourth Wing war für mich auf jeden Fall ein Hit und kein Miss, denn ich konnte einfach die Charaktere sehr gut verstehen, ich konnte ihre Entscheidungen verstehen, ich fand das Buch sehr unterhaltsam, ich fand die Liebesgeschichte sehr schön und ich freue mich auf den zweiten Teil, den ich auch schon vorbestellt habe. Ich weiß, es gibt viele Hater von diesem Buch, aber für mich war es wirklich ein sehr gutes Buch und ich würde sagen, wenn ich jemanden sehe, der Fourth Wing liest, der Fourth Wing gerne gelesen hat, dann habe ich auf jeden Fall meine Leute gefunden und ich kann stundenlang über Violet, über Zayden reden und ich liebe das Buch. Was soll ich sagen? Oh, als nächstes ein Buch, das ich auch gemeinsam mit euch gelesen habe, was auch eine große, große Überraschung für mich war, was für mich ein komplett neues Genre, eine komplett neue Buchwelt eröffnet hat mit 424,7 Millionen Aufrufen, ist das von Donna Tartt, The Secret History. Es ist ein Dark Academia Buch und es ist so komplex, es ist so verstörend. Die Charaktere sind sehr unausstehlich, aber ich liebe das manchmal, wenn es so Charaktere gibt, die man nicht verstehen kann, die man nicht leiden kann. Und deswegen ist The Secret History für mich auf jeden Fall ein 6 von 5 Sterne Buch. Wenn ihr es nicht gelesen habt, lest es, auch wenn ihr eigentlich vielleicht nicht diese gruseligeren, düsteren Geschichten lest, wie ich. Ich halte mich, wie gesagt, auch eigentlich eher fern von diesen Geschichten. Aber es war ein so gutes Buch und ich kann es kaum erwarten, mehr von Donna Tartt und mehr aus diesem Genre Dark Academia zu lesen. Als nächstes ein Buch, das auch sehr viele Hashtags hat. 435,7 Millionen Leute haben dieses Buch auf TikTok getaggt. Und dieses Buch ist Punk 5-7 von Penelope Douglas. Das heißt, das ist, glaube ich, dieselbe Autorin wie Birthday Girl. Ja, genau. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Birthday Girl war Punk 5-7 noch besser, denn es gab keinen Altersunterschied. Beide Hauptcharaktere waren in der gleichen Altersgruppe. Es ist auch ein super, 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 super spicy Book. Also wenn euch das nicht gefällt, dann haltet euch von Penelope Douglas fern. Ich finde manchmal diese Bücher sehr unterhaltsam, aber ich muss sagen, ich glaube, ich würde diese Bücher heute nicht mehr lesen, einfach weil sie so schlecht geschrieben sind und deswegen möchte ich auch hier wieder von Penelope Douglas meine Zeit und mein Geld zurück.
Okay, das letzte Buch von Taylor Jenkins Reid auf dieser Liste. Kurze Unterbrechung, es war nicht das letzte Taylor Jenkins Reid Buch, das ich in diesem Video erwähne, denn es gibt 4 Bücher, die ich gelesen habe, die mehr als 1 Billion Aufrufe bzw. Hashtags auf TikTok haben, und eines davon ist von Taylor Jenkins Reid, also ja, es war nicht das letzte. Ist mit 469,8 Millionen Hashtags The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Wer hätte gedacht, dass das beliebteste Buch von Taylor Jenkins Reid ist? Es ist nicht das beliebteste Buch von Taylor Jenkins Reid. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, weil dieses Buch so krass beliebt war und jeder nur positiv über dieses Buch gesprochen hatte, waren meine Erwartungen wieder 10 Meter über meinem Kopf, und deswegen ist es einfach für die Bücher wirklich schwer, da mitzuhalten. Und ich war ein bisschen underwhelmed von Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ich muss sagen, das Buch war gut, die Geschichte war gut geschrieben, aber keine Ahnung, es war für mich nicht so krass. Also ich glaube, wenn man Taylor Jenkins Reid mag, dann würde ich es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist ein wieder einfach zu lesendes Buch, eine doch ein bisschen komplexere Geschichte, und das Leben von Evelyn Hugo ist auch wirklich sehr interessant. Aber ich hatte, glaube ich, einfach zu hohe Erwartungen, und deswegen würde ich es weiterempfehlen, aber es war jetzt auf keinen Fall ein Lieblingsbuch von mir. Als nächstes haben wir wieder ein Buch von Colleen Hoover, und das ist das Buch Reminders of Him. Ich kann mich erinnern, als ich dieses Buch gelesen habe, hat mich das so überrascht. Ich war so in dieser Geschichte drin, ich habe die Geschichte geliebt, und ich glaube, wenn ich dieses Tier-Ranking vor, ich weiß nicht, 1,5 Jahren gemacht hätte, dann wäre das auf jeden Fall ein 6 von 5 Sterne-Buch für mich gewesen. Aber jetzt, wenn ich mehr über die Geschichte nachdenke, ich weiß nicht, ob ich heute nochmal ein Colleen Hoover Buch lesen würde, aber weil es mir damals einfach so gut gefallen hat, würde ich es mit I Have Found My People bewerten. Aber ich glaube, auch wenn ich es heute nochmal lesen würde, weiß ich nicht, ob meine Bewertung die gleiche wäre. Dann noch ein Buch von Colleen Hoover. Wer hätte es gedacht? Es ist das Buch It Starts With Us. Das ist der zweite Teil von It Ends With Us, also nur noch ein einziges Mal auf Deutsch. Dieses zweite Buch, It Starts With Us, hätte in ihren Drafts bleiben können, hätte auf ihrem Laptop bleiben können. Wenn wir es nie gesehen hätten, wäre es gleich gut gewesen. Es ist als Buch verkauft, es wird als Buch vermarktet, aber es fühlt sich eher wie ein Epilog an. Also keine Ahnung, es war für mich ein bisschen unnötig, und deswegen hätte ich gern von Colleen Hoover meine Zeit und mein Geld zurück für dieses Buch. Als nächstes ein Buch mit 657,1 Millionen Aufrufen bzw. Hashtags suchen, und das ist The Love Hypothesis von Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood ist eine Autorin, von der ich 2 Bücher gelesen habe, nämlich Love Hypothesis und Love on the Brain, glaube ich, oder Under One Roof. Nein, ich glaube, ich habe Under One Roof von ihr gelesen und The Love Hypothesis. Und The Love Hypothesis habe ich wirklich geliebt. Ich fand die Geschichte sehr überraschend, ihren Schreibstil sehr überraschend, und deswegen habe ich auf jeden Fall meine Leute gefunden, wenn sie auch The Love Hypothesis gelesen und geliebt haben. Als nächstes noch ein Buch von Colleen Hoover. Colleen Hoover ist wirklich auf TikTok eine sehr beliebte Autorin. Ich glaube, sie war früher beliebter, als sie jetzt ist, würde ich behaupten. Und mit 925,6 Millionen Hashtag-Suchen haben wir von ihr hier Ugly Love. Und dieses Buch, wow. Was waren meine Gedanken zu diesem Buch? Keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, dass ich das Buch ganz gut fand und meine Freundin das Buch gar nicht mochte. Ich weiß nicht mehr genau, um was es in dem Buch geht. Ich habe so viele Colleen Hoover Bücher gelesen, dass sie sich alle irgendwie zu einem Buch gemeinsam formen, und deswegen würde ich es mit meh bewerten, einfach weil ich nicht mehr genau weiß, worum es geht, und auch, glaube ich, würde ich mal behaupten, dass die Bücher von Colleen Hoover alle diese gleiche Melodie haben irgendwie. Also für mich ist es wirklich jetzt nach ein paar Jahren so, wenn ich auf die Bücher zurückdenke, dass ich nicht mehr genau weiß, welches Buch war welche Geschichte und wer gehört zu welcher Geschichte, und deswegen verbinden sich irgendwie alle Bücher so miteinander, und deswegen würde ich sagen, es ist ein Meh-Buch. Sorry. Okay, Freunde, wir haben noch 4 Bücher übrig und wir sind jetzt im Billionen-Bereich. Das erste Buch, was ich gelesen habe, was diesen Billionen-Club beigetreten ist, ist von Taylor Jenkins Reid,
Daisy Jones and the Six. Und ich glaube, das war vielleicht das erste Taylor Jenkins Reid Buch, was ich gelesen habe. Und vielleicht war es auch das beste Taylor Jenkins Reid Buch, das ich gelesen habe. Wir verfolgen diese Band und der Schreibstil von diesem Buch ist einfach so einzigartig. Ich habe noch nie ein Buch auf diese Weise gelesen. Es ist wie ein Interview. Also alle Bandmitglieder und alle Personen, die irgendwie relevant in der Geschichte sind, werden interviewt und sie sprechen alle über die gleichen Ereignisse. Und es ist einfach so interessant, die verschiedenen Perspektiven von Personen zum gleichen Ereignis zu bekommen. Und gleichzeitig verfolgen wir auch die Liebesgeschichte von unserer Hauptcharakterin. Und das ist für mich auf jeden Fall ein 6 von 5 Sterne Buch, einfach weil es so einzigartig ist. Und wenn ihr Taylor Jenkins Reid vielleicht normalerweise nicht so gerne mögt, ihre Bücher, ihren Schreibstil nicht so gerne mögt, aber Daisy Jones and the Six noch nicht gelesen habt, dann macht das unbedingt. Es ist ein wirklich so gutes Buch und auf jeden Fall ein 6 von 5 Sterne Buch für mich. Und ich muss sagen, ich habe die passende Serie dazu gar nie gesehen. Ich schaue ja nicht oft Serien, nicht so gerne Serien. Ich lese lieber Bücher. Aber schreib mir mal, ob du das Buch gelesen hast und ob du die Serie gesehen hast und was du von der Serie denkst. Also ja, vielleicht muss ich mir die irgendwann in der Zukunft mal ansehen. Das nächste Buch im Billionenclub ist auch das letzte Buch von Colleen Hoover auf dieser Liste. Und es ist natürlich ihr absolut beliebtestes Buch. It Ends With Us auf Deutsch ist es nur noch ein einziges Mal und das war das erste Colleen Hoover Buch, das ich gelesen habe. Ich glaube, das ist vielleicht schon 3 Jahre oder länger her, dass ich es gelesen habe. Ich weiß auch wieder nicht, woher ich dieses Buch, diese Empfehlung bekommen habe oder ob ich es einfach in der Buchhandlung gefunden habe. Und ich muss sagen, dieses Buch hat einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen, denn durch dieses Buch hat meine Lese-Journey, mein Leseabenteuer jetzt als Erwachsene wieder angefangen. Das war so die erste Liebesgeschichte, die ich seit Jahren gelesen habe, denn ich habe lange Zeit nur diese Non-Fiction, also diese Sachbücher gelesen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich ein Buch lese, dann muss ich irgendwas Neues lernen, etwas Neues erfahren und die ganzen Romane, Liebesgeschichten sind eher so Zeitverschwendung. Keine Ahnung. Und deswegen hat dieses Buch wirklich einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen und ich fand die Geschichte damals auch sehr gut. Ich weiß, es gibt jetzt sehr viele kontroverse Meinungen über dieses Buch auch, nicht nur über die Autorin, und das Buch wird auch gerade verfilmt und man hörte auch ja gespaltene Meinungen, aber ich glaube, ich würde zu diesem Buch eine... Oh, es ist schwierig. Ich glaube, ich würde sagen, I have found my people, einfach weil es für mich wirklich ein sehr besonderes Buch war. Eine sehr einzigartige und doch komplexe Geschichte. Also ich glaube, ich brauche gar nicht erklären, worum es in dem Buch geht, denn es... Ja, ich glaube, die meisten haben es entweder selbst gelesen oder schon 1000-mal gehört, um was es geht. Okay, die letzten 2 Bücher auf meiner Liste. Das vorletzte Buch mit 7 Billionen Hashtags ist von Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses. Das war für mich auch das erste Fantasy-Buch, das ich gelesen habe, seit ich, ja, erwachsen bin. Ich habe, als ich jung war, die Tribute von Barnum gelesen, ich habe Twilight gelesen und all diese Bücher wirklich geliebt. Ich war ein Twilight-Fan und Twilight ist noch immer mein Guilty Pleasure. Ich schaue meistens einmal pro Jahr die Filme an, einfach weil ich die Charaktere so gerne mag und auch diese emotionale Bindung zu der Geschichte und zu den Charakteren habe. Und Akodar war dann die erste Fantasy-Buchreihe, die ich als Erwachsene gelesen habe. Und was soll ich sagen, Sarah J. Maas ist für mich eine so gute Autorin. Sie schreibt die Geschichten so interessant. Und ich glaube, das erste Buch aus dieser Buchserie war eine Nacherzählung von Die Schöne und das Biest. Und ich finde, sie baut ihre Welten wirklich sehr intelligent auf und alle Charaktere sind sehr komplex und deswegen ist A Court of Thorns and Roses für mich ein 6 von 5 Sterne Buch, einfach auch, weil ich diese emotionale Bindung zu diesem Buch habe, weil es mich zurück in dieses Fantasy-Genre gebracht hat und was soll ich sagen, I love it. Wenn ihr Fantasy-Empfehlungen habt, schreibt sie mir mal gerne in die Kommentare, denn ja, bis jetzt, die letzten, die ich gelesen habe, From Blood and Ash und die Bonds the Ties-Serie, war einfach so eine Enttäuschung. Fourth Wing war für mich wieder ein kompletter Hit und deswegen, ja, lasst mir gerne eure Fantasy-Buch-Empfehlungen hier. Und das letzte Buch in meiner Liste ist mit 7,3 Billionen das meistgesuchteste TikTok-Buch, das ich gelesen habe. Und das ist von unserer Lieblingsautorin Sally Rooney, Normal People.
Und dieses Buch habe ich wirklich gelesen, bevor ich auf BookDog und Bookstagram, BookTube unterwegs war. Ich weiß wieder nicht, wie ich auf dieses Buch gekommen bin. Ich würde behaupten, ich habe es einfach in der Buchhandlung gesehen und es mitgenommen. Ich habe dieses Buch auch sehr gerne gemocht. Ich glaube, Conversations with Friends hat mir, wie gesagt, besser gefallen. Aber wenn jemand Sally Rooney liest, dann habe ich einfach meine Leute gefunden und deswegen gehört es auch in diese Kategorie. Und ja, das war das letzte TikTok-Buch, was ich heute gemeinsam mit euch ranken wollte. Und ich muss sagen, wenn ich das so vor mir sehe, bin ich überrascht, wie viele gute Bücher ich durch TikTok gefunden habe, und das ist, glaube ich, eine gute Bilanz, denn ich habe mehr gute Bücher als schlechte Bücher auf TikTok gelesen, und ich glaube, jetzt, wo ich auch schon seit mehreren Jahren wieder lese, habe ich einfach schon meine Vorlieben wirklich kennengelernt und ich kann oft auch wirklich, wenn ich den Klappentext lese, entscheiden, ob das Buch für mich ist oder nicht für mich ist, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr hilfreich. Ja, ich merke, dass meine Stimme langsam aufgibt. Ich filme seit 1,5 Stunden. Es ist wirklich ein sehr langes Video geworden, aber danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es hat mir super viel Spaß gemacht, meine Lese-Journey rückblickend nochmal anzuschauen und alle Bücher zu sehen, die ich über TikTok kennengelernt, gefunden habe. Schreibt mir mal, welche Bücher ihr davon gelesen habt und was eure Meinung ist und ob ihr die Bücher, die ihr auch gelesen habt, anders bewerten würdet, als ich sie bewertet habe. Wie immer, fühlt euch gedrückt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao!